So, ein Spiel im Trend. Weiter geht's mit Let's Play Brick Force auf einer neuen Map mit einer neuen Waffe. Die Map heißt Little Dust. Die Waffe heißt Cyrus 85. Und Little Dust ist so eine kleine Anlehnung an Dusty, nehme ich mal an. Ich denke mal, die wurde mir auch vorgeschlagen, weil ich Dusty so sehr mag. Ich glaube, das ist sogar meine meistgespielteste Map. Mit, keine Ahnung, wie vielen paar hundert Runden. Irgendwie mag ich die Map einfach, Dusty. Das ist so, oh, Standard-Map irgendwie, aber trotzdem so cool. Und die ist ziemlich klein. Es hat geheißen, ich soll 4 gegen 4 maximal machen. Oh, und das ist hier jetzt auch 4 gegen 4. Und es gibt hier auch, ich habe die schon mal gespielt jetzt, hier hinten irgendwie kleine Geheimnisse. Woohoo! So, ja, die Waffe, neue Waffe, die Cyrus. Also nicht neu, ich habe die schon mal gespielt, aber jetzt habe ich sie mir permanent geholt, um die auch nochmal umfangreicher anzutesten. Das ist ganz damals. Irgendwann hatte ich die mal einen Tag oder eine Woche lang, weiß ich gar nicht mehr so genau. Und jetzt permanent für mein Let's Play-Repertoire. Okay. Ist eine Medium-Waffe, hat 30 Schuss im Magazin und man läuft mit der aber leider etwas langsamer als natürlich, sagt ja auch schon der Name, Medium, etwas langsamer als mit einer leichten Waffe. Das ist das, was mich so von Haus aus mal ein wenig, da fliegen die Granaten, ein wenig stört. Allerdings ist sie sehr präzise, steht im Beschreibungstext. Und was ich jetzt so herausfinden muss, deswegen bleibe ich auch etwas mehr auf Distanz. Da treffen die Gegner dann nicht so gut, aber ich doch etwas... Oh, Granate! Aber ich doch hoffentlich... Oh, so viele Granaten, wohin soll ich nur? Oh, da oben, von da oben kommen die Granaten. Na, warte mal, das werden wir noch gleich lösen, dieses Problemchen. Da oben war der hinten irgendwo mit der Sniper, glaube ich sogar. Wo bist du? Wo bist du? Noch dazu gab es ein kleines Update, beziehungsweise erst am Freitag, am 25. Januar, aber schon im Forum. Oh, 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 Mario, so machst du das also. Mario, auch einer, der schon sehr oft hier dabei war, sogar in den Let's Plays und auch in den normalen Spielrunden hier. Oh, boah, jetzt dachte ich schon, du bist ein anderer. Ein neues, kleines Feature wird hinzukommen. Jetzt schaue ich mal, ob es der anderen Seite da auch irgendwas gibt. Clan-Logos. Jetzt kann man mit einem Clan-Logo-Ticket seinem Clan einen eigenen Stil verpassen und sein eigenes Clan-Logo machen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt Bricktrend heißen, vielleicht irgendwie ein B oder irgendwelche Symbole. So genau... Oh! Ich habe keine... Oh, Granaten mehr! So genau weiß man das noch nicht. Das gibt's, wie gesagt, noch nicht erst morgen. Jetzt hör doch mal auf! Jetzt hör doch mal auf! Gut, irgendwann war's klar, dass mich der Tod heimholen wird. Aber, oh, jetzt wird dich aber was heimholen. Aber schon eine coole Meldung. Wieder ein kleines neues Spielefeature. Oh, das ist übel. Da kann man überall sein eigentlich, obwohl die Map recht klein ist. Lebt der Mr. Spiele da oben jetzt noch? Oh, er will wieder raufgehen. Moment, dich werde ich aufhalten. Und nochmal. Komm schon. Ja, er ist da, er ist da, er ist da. Und ich werde beschossen, getroffen von irgendwo. Oh. Da. Nein, 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 Mario. Nein, tu's nicht. Oh, bitte tu das nicht. Oh, bitte tu das nicht. Wo soll ich jetzt hin? Wo ist er denn? Oh, da liegt... Oh, Eddie hat also die Sniper. Sag mir das doch gleich, Mann. Oder wahrscheinlich jede Runde was anderes. Und der Mr. Spieler legt hier diese Granaten am Boden hin. Oh, Sniper, 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 Sniper. Und Mario muss hier hinten noch irgendwas sein. Wo ist er? Den schnappen wir uns. Den schnappen wir uns. Oh, er ist doch nicht mehr unten. Eine Granate habe ich noch. Los, nehmt dies. Und das. Oh, er kommt, er kommt, er kommt. Ah! Genau, es gibt noch eine zweite Map. Da war ich irgendwie verwirrt, die auch Little Dust heißt. Oder so ähnlich. Oder Lil Dusty. Ich habe sie aber, glaube ich, sogar abgespeichert. Und die habe ich dann, denke ich, jetzt verwechselt. Aber die Map gefällt mir auch recht gut. Generell alles, was irgendwie so im... Komm schon, taktisches Warten. Okay, dann nicht. Alles, was irgendwie so in diesem ägyptischen... Oh, jetzt kommt, da hätte ich noch warten sollen. Alles, was irgendwie in diesem hellen ägyptischen Stil ist, gefällt mir persönlich recht gut. Von daher hat mich diese Map auch direkt angesprochen. Na, links oder rechts? Oh, von wo denn noch? Ah! 4 Leute und von 3 Seiten kommen sie. Jetzt muss ich aufholen. Das gibt's ja wohl nicht. Und du geh weg mit deiner komischen Granate jetzt hier. Alter Schwede, ich hätte da nicht drauf gehen sollen. Jetzt haben sie das gesehen, dass man hier rauf kann. So, aber von hier ist der Schneemann gekommen. Ich hab's auch gewusst, dass du hier kommst. Und dann der Blauköpfige.
Komm her. Und da geht er down. Aber von rechts gleich wieder aufpassen. Mann. Da wäre sogar, glaube ich, 3 versus 3 genug gewesen. Komm nochmal her, Mario. Komm her. Und wieder weg. Also 3 versus 3 hätte da auch gereicht. Obwohl die Map irgendwie klein ist, ist sie doch crazy. Crazy. Ah, aber sie gefällt mir. Oh, oh, von wo fliegen die Granaten schon wieder? Alter Schwede. Wow. Tja. Oh, da hinten gibt's auch was. Irgendwas Geheimes, Spezielles, aber wo... Ah. Oh, ah, der Aha-Effekt. Oh! Das war nicht der Aha-Effekt, das war der OMG-WTF-Herzinfarkt-Effekt. Was geht mit dir ab? Kannst du mich bitte nicht so krass erschrecken? Und wieso hat die Granate dir jetzt hier gar nichts angetan? Alter Schwede! Uiuiuiuiui. Wen zuerst jetzt? Aber irgendwie mag ich die Map. Also so erschrocken hat mich schon lange nichts mehr. Aber mit der Cyrus muss ich mich erst ein wenig einspielen. Das ist irgendwie wieder mal ganz ein anderes... Wehe, du bist da jetzt wieder. Alter Vater, ich schwöre es dir. Ein ganz anderes Spielgefühl. Und was, ja, eben mir nicht so gefällt, dass man etwas langsamer mit der läuft. Und ich bin das schnelle Laufen jetzt mit den leichten Waffen. Siehe Spider und Locust gewöhnt. Oh, jetzt geht auf die andere Seite. Das ist... Nein! Jetzt geh weg mit deinen Granaten! Ah, muss ich mich wieder verziehen. Alter Schwede, woher weiß der genau, wo ich bin? Woher weiß der das nur? Nein, da fällt mein Teamkollege runter! Match 1471! Warum fliegst du hier runter? Wir brauchen Verstärkung! Nein! Wieso habe ich nicht nachgeladen? Wieso war da gerade nichts im Magazin drin? Was will der hier runter? Oh, schon langsam haben die Leute wirklich die Map abgecheckt mit den ganzen Geheimnissen und laufen jetzt nicht mehr einfach so herum. Oh, jetzt falle ich selber runter. Ich glaube, so eine episch gefailte Runde habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Alter Schwede. Alter Schwede, gibt's denn das? Ist denn sowas noch zu fassen? Hat er jetzt noch die Sniper eigentlich? Ja, hat er. Oh, oh. Und weg. Vielleicht hier eine Granate. Und weg. Geh ich mal bei denen auf die Seite rauf. Ah, das kann ich auch, nicht nur ihr. Was glaubst du? Oh, die sieht aber hier ein bisschen anders aus. Aber eigentlich doch gleich. Hier, und nimm dies. Und nimm das. Und hier kommt gleich der Mario. Nein, nein. Hier ist der Mario. Hier ist doch der Mario. Komm her nochmal. Bitte komm nochmal rauf. Oh, nicht runter. Wieso fällst du runter? Da! Ich hasse runterfallen. Ich hasse runterfallen. Kann man da nicht... Für mich muss man da ein Geländer, einen Zaun oder so machen, was zum Anhalten. Ich fall doch immer so schnell runter. Alter Schwede. Oh, hier ist es schön. Das ist eine gute Stelle. Ein bisschen mit Deckung. Wieso treffe ich gerade nicht? Dann einmal runterhüpfen. Oh, jetzt kommen die Granaten. Geht weg. Geht weg. Geht weg mit... Oh, ich kann die ja da gar nicht reinwerfen. Tja, geh weg. Alter Schwede, und wo ist Eddie? Der kommt auch noch. Oh, oh. Oh mein Gott. Wann ist diese Runde zu Ende? Ich kann nicht mehr. Ich habe das Gefühl, wenn man von oben runter schießt, ist man im Vorteil. Diese Taktik, die hat auch... Die haben auch die Krieger von 300 angewandt. Auf welcher Seite war der jetzt? Hier links? Komm jetzt, explodier doch. Was ist mit meinen Granaten los? Ich glaube, die sind kaputt. Oh, das könnte wirklich sein. Ich habe schon länger nämlich nicht mehr repariert. Au weh. Das ist natürlich schon wieder ein epischer Fail. Okay, aber jetzt gehen wir da mal ein bisschen mehr vor. Das kann ja nicht sein hier. Der Match 1471 muss hier alles alleine machen. Aber ich bin ja auch noch da. Da machen wir mal ein bisschen hier Besuch beim Spawn und holen uns einen Ultra-Kill. So geht's auch. Oder Multi-Great-Kill. Wie auch immer es gerade genannt wird. Vom Spongy-Bobby. Der sieht gar nicht, dass ich hier bin. Okay, machen wir es hier mal ein bisschen so unfair. Da! Okay. Aber irgendwo müssen noch ein paar andere Leute sein. Das war sein Raketenwerfer. Oh, da fällt mir ein. Gut, jetzt war es zu Ende. Prodigy, muss ich merken, rechte Seite.
Raketenwerfer steht ja bei mir auch noch an. Den muss ich mir auch noch mal holen zum Testen. Geht in Deckung, geh in Deckung. Du, jetzt endlich mal. Aber jetzt sind alle meine Granaten weg. Oh, der zweite ist auch noch gestorben mit der Granate. So ist fein. So ist fein. Ja, was kann ich zu Cyrus sagen? Ich zock die jetzt wieder das erste Mal seit langem. Aber ist im Prinzip, ja, macht viel Schaden, so wie irgendwie so gut wie alle 5 Sterne Waffen, Sturmgewehr. Ja, komme ich und dann komme ich natürlich zu spät. Oh, nein, 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 nein. Wieso bist du da hinten schon wieder? Aber bis auf, dass man ein bisschen langsamer läuft als mit leichten Waffen. 30 Schuss im Magazin. Ja, also die Waffen, oh, können nicht alle so von Grund auf unterschiedlich sein. Aber merkt schon hier, bräuchte ich mal die Spider vielleicht wieder. Aber klar, als Let's Player, ich sehe es auch immer in den Kommentaren, spiel mal wieder mit anderen Waffen. Und dann spiele ich eben mit Zeugs, oh, das mir überhaupt nicht so liegt. Oder wo ich kaum Übung drin habe. Aber ich möchte ja auch andere Waffen herzeigen. Das gibt's doch nicht. Wie gemütlich die da alle. Und dann kommen sie alle raus. Aber ich mag die Map. Ich mag die Map auf jeden Fall. Der kleine das. Der kleine Staub. Oder vielleicht soll das gar keine Anspielung auf das Design. Aber das heißt ja einfach nur. Jetzt ist er schon wieder da. Diesmal habe ich Glück gehabt. Oh mein Gott. Ich rede wirklich zu viel. Da sollte man sich ein bisschen mehr konzentrieren. Vielleicht. Als immer nur so zu palabern. Oh, jetzt kommt seine Granate natürlich. Und ich hau ab. Ich hau ab. Tschüss, Medü und ciao, Medau. Bussi aufs Bauchi. Aber ich bin weg hier. Jetzt kommen 3 Leute. Wie sagt der Respawn-Schutz? Kamikaze! Das war wohl nix. Aber wir führen. Wir führen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Oh, jetzt ist er tot. Und meine Hilfe ist gefragt. Ich verstehe wirklich nicht, was mit den Granaten los ist. Die machen so wenig Schaden gerade. Man, oh! Man sollte wirklich sehr oft sein Zeugs reparieren, weil wenn das kaputt ist, macht das leider weniger Schaden. Genauso der Spielzeughammer, genauso, ja, sämtliche anderen Waffen. 30 Schuss im Magazin ist auf jeden Fall, oh, vorteilhaft, wenn 2 hintereinander kommen. Ah, wieder Waffe gewechselt, keine Sniper mehr. Da muss man jede Runde aufpassen. Wieso war das gerade ein Great Kill? Da waren doch gar nicht 4 Leute da, oder? So, welche Seite war das? Da kommt man immer, weil die so parallel symmetrisch aussieht. Welche Seite war das jetzt? Welche Seite war das jetzt? Oh, da ging er noch down. Da ging er noch down. Die Clan-Logos freue ich mich schon. Darum bin ich gespannt, was ich dann da zaubern werde. Wir haben ja jetzt schon mehr als... Oh mein Gott! Ich will die Spider, ich will die Spider. Nein, ich werde jetzt die nächsten Folgen auch andere Waffen nehmen, aber... Oh mein Gott! Das ist was ganz anderes irgendwie mit so einer Waffe. Wir haben jetzt schon fast mehr als 2 Leute im Clan. Da bin ich gespannt, was ich da so zaubern werde. Als Clan-Logo. Und ich bin auch gespannt, ob andere Leute so Clan-Logo-Vorschläge machen können. Oder ob das dann praktisch nur der Clanleiter oder ein Stab ändern kann. Beziehungsweise vorschlagen kann und er ist schon wieder am Dach. Er ist schon wieder am Dach. Oh, wow. Jetzt geht's aber ab. Jetzt noch ganz am Ende. Ja, bei kleinen Maps, da kommen mehr Tode, aber auch schneller Kills zustande. Obwohl man hier eigentlich viel machen kann auf der Map. Und auf jeden Fall gibt es noch irgendeine andere Version dieser Map. Oh, von wo? Wieso bist du hinten? Manchmal verstehe ich überhaupt nicht, wie die Leute, also wie sie sich teleportieren könnten. Ui, 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 ui. Zum Glück schießt er hier nicht mit seinen Raketen. Boah, das Nachladen dauert immer so lange, aber leider bin ich kein Bug-User, sondern es würde das etwas schneller gehen. Oh, ja, 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 Mr. Spiele. Der war sogar, glaube ich, direkt beim letzten Mal dabei, obwohl das jetzt heute ein anderer Tag ist, wo wir aufnehmen. Ja, ja, manche Leute, die sind sehr schnell beim Raumjoinen, wenn ich das in den Clan-Chat hineinschreibe. Oh! Fahren die Raketen da eigentlich hinten runter? Die Granaten, so viele, alter Schwede! Meine Güte! Das war eine Runde. MichiX7 hat diese Map gebaut. Little Dust heißt sie. Gefällt mir schon ganz gut, aber ich glaube, mehr als 4 gegen 4 sollte man da nicht einstellen, weil sonst geht's ein bisschen zu heiß her, sage ich jetzt mal.
Ja, und ansonsten freue ich mich auf jeden Fall schon auf morgen oder übermorgen oder wann auch immer das dann schlussendlich kommt, auf die Clan-Logos.